Hey du, schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Harry Potter. Nein, Hogwarts. Wir spielen Hogwarts, also schön, dass du dabei bist. Wir spielen Hogwarts und reden gerne mal mit dieser Person und machen mal zur Abwechslung seit längerem mal wieder eine Mission. Guckt ein bisschen Hallo, traurig kann ich rein. dir helfen? Oh, ein Glück, ja. Mein Name ist Grace Pinch-Smedley von den Pinch-Smedleys aus Bath. Ich hatte gehofft, dass bald jemand kommen würde. Ich war im Begriff, mich dem Wunsch meines Vaters zu widersetzen und hätte mir das nie verziehen. Weißt du, ich muss etwas vom Grund des Sees holen. Könntest du mir dabei vielleicht helfen? Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Was ist mit ihnen geschehen? Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Wir fragen Was genau nach. ist ein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt, aber es gibt fast 1000 Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bath Pinch Smedleys gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegierde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Klingt gefährlich, besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topographie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Ich hoffe, du Okay. findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Wir möchten einmal auf der Karte sehen, wo sich das genau befindet. Okay, hat überlegt, irgendwo anders hinzureisen. Und das lohnt sich nicht wirklich. Deswegen schwimmen wir gerne einmal von hier. Und ich frage mich die ganze Zeit, können wir tauchen? Könnte ein bisschen länger dauern, bis wir da sind. Hier muss das Astrolabium der Familie Pinch Smedley sein. Ah. Den restlichen Kram verkaufen wir dann.
sehen bestimmt so gut aus mit dem Zylinder. Der aber ein Tick schlechter ist als das, was wir jetzt haben, kommen wir nie in den Genuss. Ah. Hier sollte es sein. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Wir schwimmen nach hier und laufen dann den Rest. Oh, halt, was ist hier? Können wir da rein? Zack. Cool, nie hinbekommen. Vielleicht hatte ich auch nur die falschen Steine. Oder einfach nur kein Geschick. Wer weiß. So, da ist sie. Ich hoffe, der Tauchgang war nicht so schwierig für dich. Hallo Grace, ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich! Hast du das Astrolabium? Ach komm. Ja, ich mag sie doch nicht so. Ich hoffe, es macht deinen Vater glücklich. Das wird es. Ich freue mich schon auf sein Gesicht. Danke, dass du das für mich getan hast und für meine Familie. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Danke nochmal. Und ich hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Okay. So. Gab's da wieder einen weiteren Tauchplatz? Okay, machen wir jetzt erstmal nicht. Weiß gar nicht, wir haben noch ein bisschen Zeit. Was wollen wir denn noch Feines so erkennen? Hier ist eine Spinne. Da haben wir ein Schatzgewölbe. Die können wir dann das nächste Mal machen. Oh, hier gibt es noch echt viel zu entdecken. Was ist... Ach so. Was ist das da? Gehen wir noch ein bisschen die Welt erkunden. Wir... Ist ein Gegner im Wasser? Ah, okay. War so jemand? Oder so einer? Okay, das sind die. Oh, die nehmen wir auch gerne mit. Wir haben da in letzter Zeit echt sehr viel davon gefunden. Das ist gut, dann sind wir bei den Heiltränken etwas flexibler und können diese dann immer wieder und wieder herstellen. Wie Sie sehen, nix. Schade. Was haben wir denn noch so in der Nähe? Kommen wir irgendwann später das wieder. Soll ich untersuchen. Oh, welch angenehme Überraschung. Contringo.
Okay. Da hinten sind noch zwei. Letztes Video habe ich ewig kaputt gesucht. Da läuft das. Heute schon ein ganz bisschen besser. Okay, weiter geht's. Das nächste ist da oben. Und auch das können wir dann heute noch mit erledigen. Oh, stimmt. Wo fangen wir an? Ich dachte zeitweise, dass die immer zur Mission gehören. Und wie die dann an der passenden Stelle zur Mission abschließen. Aber die können wir auch zwischendurch machen. Sehr schön. Immer wenn es da welche gibt, dann machen wir die sehr gerne. Dort war eine Mission und da sind auch... Hier müsste irgendwo einer sein. Okay. Einen haben wir. Den zweiten holen wir zugleich. Nicht so schnell, etwas langsamer. Okay, wo ist der andere? Kommt der da oben runter? Peter. Sehr schön. Die waren heute etwas, ja, ruhig, anteilnahmslos. Okay, den haben wir runterbekommen. Und auch ein Anhänger weniger, tot. Ranrock. Was hast Sehr du diesmal gut. für mich auf Lager? Ist die oben was? Rebellion. Ah, da oben ist was. Dann... Wingardium Leviosa. Komm mit raus. Halt. Haben wir es? Ach, niedlich.
Okay. Irgendwo liegen Kullen rum, die wir da drinnen versenken können. Kommt hier? Nicht so schüchtern. Okay. Das erste haben wir. Wie viel gibt's noch? Noch eine? Ah doch, noch eine Truhe. Ansonsten? Nö, nix. Dann können wir das wieder wechseln und... Hammer. Sehr gut. Reich nieder. Oh, da fehlt einer, aber die ist auch mit dazugekommen. Jetzt müsste es hier irgendwo... Ah, da draußen. Jetzt brauchen wir aber nicht den Inhalt der Truhe, sondern noch solche Kullen. Revelio. Sehr gut. Wir machen das Ganze mal hier von der Seite aus. Da wäre Merlin persönlich stolz. Sehr schön. Okay. An dieser Stelle bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!